mir leid wegen gestern. Ich wollte nicht meine Gefühle an dir auslassen. Ja, aber das mit dem Herrn Decker war schon scheiße. Aber du, gib ihm eine Chance. Tut mir leid, ich versuche es. Wie, habe ich dir doch schon erzählt? Nein, ich habe nicht. Ach so, keine Ahnung, weiß wie, ich nicht. Weiß es nicht? Nein. Hast du noch nie? Nein, ich gehe heute in den Start. Ja. Wir wollten denn aufhören, du bist voll die Altklammer-Sammlung. Lass mich doch einfach in Ruhe, oder? Du Harzer, du Harzer! Lass mich in Ruhe! Kommt, haut ab, ihr! Bleibt einfach ruhiger! Lassen Sie mich einfach! Haben Sie wieder Tor hingekriegt, Herr Decker? Du, Steffi, ich frag dich nicht, was ich zu tun habe. Merk dir das endlich! Ja, ja. Komm, geh! Hörst du mir gerade überhaupt zu? Entschuldigung, ich hab mal Gedanken. Ja, das bist du ständig. Das nervt langsam. Echt, was hast du eigentlich? Ja, sorry, ich hab grad Stress mit meinen Alten. Ja, okay. Hast du eigentlich schon den neuen Harry Potter Film angeschaut? Nee, noch nicht. Hast du Bock? Ja, gern. Vielleicht am Donnerstag? Jo. Wie läuft's eigentlich gerade mit den Mobben? Die mobben mich immer noch. Das ist so schlimm geworden. War ja klar, dass der Decker nichts macht. Das ist so wie bei dir. Die haben dich ja auch immer gemobbt. Hoffentlich endet es nicht so wie bei mir, dass du im Krankenhaus dann bist. Wie lange warst du im Krankenhaus? Halbes Jahr. Wow. Was hast du eigentlich dir gebrochen? Mein Bein und mein Arm. War so schlimm. Ja. Wieder Marcel. Ja, zum Glück ist er nicht mehr da. Ja, Gott sei Dank. Ich könnte ja mal mit den anderen reden, dass ich dich in Ruhe lasse. Bitte. Mhm.
bist echt eine gute Freundin. Dankeschön. Du aber auch.